Auch wenn wir uns gerade in einer kleinen Ruhephase befinden, hört Fake Grandwater ganz sicher nicht auf, euch die Quartz aus den Taschen zu ziehen. Und so geht es auch im Juni weiter. Ich bin es, Adam Smurfix, und wir schauen uns die Event-Banner und neuen Story-Kapitel an, die uns im Jahr 2021 im Juni in Fake Grandwater erwarten. Der Juni startet mit der 9. Interlude-Kampagne. Dort erhalten einige Servants neue Upgrades und neue Szenen. Upgrades gibt es unter anderem für Proto Alpha, Osaka Behime, Ekchan und natürlich Mama Miraiko. Dazu erhält noch Wusetan ein Upgrade für ihr MP. Und für alle, die sehen wollten, wie Leo Chauvin mal ohne Sonnenbrille aussieht, ihr könnt es für 500 Mana Prisms nun herausfinden, da er sein neues Kostüm erhält. Dazu gibt es natürlich ein Gacha. Dort gibt es unter anderem als 4-Sterne-Servant Wusetan als auch Demia. Wusetan ist nach Skadi in meinen Augen der beste Quick-Supporter und ein Servant, den man doch wirklich haben sollte. Sie ist aber konstant mit Demia im Radar, weshalb die Chance nur halbiert wird. Dieser ist ein großartiger Single-Target-Archer. Auch wenn das eine hart umkämpfte Kategorie ist, ist er definitiv den ein oder anderen Quartz wert. Im 5-Sterne-Gacha erhalten wir den Story-Lockner Liu Shuwen. Dieser ist ein Arts-Crit-Monster und bekannt dafür, dass er mit seinen Crits Schaden machen kann, der in die Hunderttausende geht. Osaka Behimi ist einer der wenigen guten Supporter, die kein Caster ist und mit starken Crit, Quick und Buster-Buffs hilft sie dem Team. Ich empfehle euch vielleicht nicht unbedingt für dieses Banner zu rollen. Lee und Demia sind beide storylocked, haben aber noch Rate-Ups, während Wu und Osaka Behime nicht limitiert sind und euch immer wieder heimsuchen kann. Es sind zwar gute Servants, aber man sollte seine Quads vielleicht bei dem Monat noch ein bisschen sparen. Tja, und damit kommen wir auch gleich, wie was ihr hier sparen sollt. Im Juni erwartet uns endlich der 4. Lost Belt. Der Kampf gegen die Krypta geht weiter und der dunkle Gott höchstpersönlich tritt nun in Aktion. Doch zu diesem kommen wir noch. Zuallererst sollte jeder Spieler 10 Sandquartz erhalten, der bis dato Lost Belt 3 abgeschlossen habt. Für die, die das immer noch nicht gemacht haben, jetzt ist eure Chance, denn ihr haltet mal wieder Viertel AP und Half AP auf die Kapitel bis Lost Belt 3. Dazu sind noch alle Lost Belt Frequests Half AP. Ihr solltet die Chance nutzen, da, wie schon letzten Monat gesagt, es zum nächsten Jubiläum für alle 10 abgeschlossenen Frequests 10 Quartz gibt. Und dann im Pre-Banner gibt es einen Gacha mit Rama und dem 5-Sterne-Archer Arjuna. Wie auch beim letzten Banner würde ich hier abraten zu rollen. Rama ist ein sehr guter Single-Target-Saber, besonders mit seiner Nische gegen Dämonen und mit seinem aktuellen Buff in JP. Aber wie auch sein 5-Sterne-Servant Arjuna, der leider einige Lücken hat, sind beide nicht gelockt und ihr könnt sie immer haben bzw. mit einem 4- oder 5-Sterne-Ticket euch holen. Aber dann kommen wir langsam zu den härteren Geschäften, denn Yuga Kasherta erwartet uns und damit das erste Gacha diesen Monat mit komplett neuen Servants. Die neuen CEs sind nicht allzu erwähnenswert, da diese in meinen Augen nicht die besten sind, dafür haben es die Servants aber umso mehr in sich. Zuallererst der 3-Sterne-Servant Archer Wilhelm Tell. Dieser ist ein Single-Target-Archer und hat ein gutes Kit. Leider fehlt ihm die Möglichkeit, einen MP zu überleben, aber er kann ziemlich gut Schaden machen und wenn der Gegner einen Evade hat, haut er alles weg. Danach haben wir die 4-Sterne-Saber Jeanne d'Arc of India, Jeanne d'Arc Shoko oder auch Lakshmi Bay, wie man sie auch immer nennen mag. Sie ist ein AoE Quicksaber und, wenn ich mich recht entsinne, der einzige, der diese Nische erfüllt, was auch bedeutet, dass sie theoretisch Skadi looben kann. Sie ist ein sehr guter Angreifer, wenn es um Quickkarten geht, aber sie hat auch eine wunderschöne Nische und zwar wie Ozzy kann sie die Success Rate des gesamten Teams um 40% erhöhen, was bedeutet, dass RNG Skills wie Imperial Privilege oder auch zweiter Skill nun immer funktionieren. Sie ist ein sehr guter Farmer, kann aber auch bei Storykämpfen mit mehreren Gegnerwellen, besonders natürlich mit Skadi Support, durchweg gut sein. Schließlich haben wir dann noch für den 5-Sterne-Servant Mooncancer Jinko Karigiri, auch natürlich genannt als Ganesha. Jinko ist ein Tank und was für einer. Mit dem höchsten HP-Stats toppt sie sogar Schalter mit 17.844 Leben. Brutal.
Ja, sie ist wie gesagt ein Tear-Anker, hat einen Taunt, kann Sterne generieren für das Team und ist wirklich gut, wenn es darum geht, etwas Feuer vom Team abzulenken. Dieses Banner ist gut und besonders die neuen Servants sind im Endeffekt alle zu empfehlen. Jinka hat vielleicht das bisschen das Problem, dass sie eben als Mooncancer nicht so gut ist wie Jeanne als in der Ruder-Klasse und Lakshmi Bey ist auch vielleicht nicht der allerbeste Skadi-Looper, wenn man sie dafür einsetzen will, doch alle Servants sind durchweg stark. Erwähnenswert sei nur, dass keiner dieser Servants limitiert ist. Volumtel solltet ihr also locker einen Friendpoint-Gacha bekommen und die anderen können euch immer wieder spooken und wie schon gesagt, im 4- oder 5-Sterne-Ticket kann man sich diese holen. Und ja, wieso solltet ihr sparen? Tja, weil meines Erachtens das beste Banner des gesamten Jahres uns ebenfalls erwartet. Das zweite Banner zu Yuga Kasherta bringt uns 4 Servants, davon 3 neue, 2 sind davon storylocked und einer ist limitiert und hat bis dato noch kein einziges Rate-Up. Das heißt, in über 2 Jahren habt ihr keine Chance außerhalb des Stießesser an diesen Rand zu kommen. Fangen wir also einfach mal an. Ich möchte hier vorneweg Kana erwähnen. Kana ist super. Er ist ein AoE-Buster-Servant mit einer Nische gegen Divine-Gegner. Er empfiehlt zwar eine Möglichkeit, MPs zu überleben, hat aber ansonsten ein super Kit und kann toll funktionieren. Aber leider muss ich zu meinem Bro Kana sagen, ignoriert ihn. 5-Star-Ticket, wir haben es schon öfters erwähnt. Denn die anderen Servants und besonders der andere 5-Sterne-Servant hat es in sich. Zuallererst haben wir hier den Storylock-Caster Asklepios. Einer der besten Supporter, besonders für die Freebies, die es überhaupt gibt im Spiel. Er hat einen Heal, er hat einen MP-Seal und er hat einen Party-wide MP-Judge mit 20% und er kann alle Buffs der gesamten Party entfernen. Dazu hat sein NP den Effekt, dass es Debuff Immunity dem ganzen Team gibt und da ein Guts für das ganze Team. Er macht es vielleicht nicht ganz überflüssig, aber ist zumindest eine großartige Variante für Medea Lily oder Iris Feel. Dieser Caster ist super und allein für diesen solltet ihr das ein oder andere Ticket rausschmeißen, da er meines Wissens außerhalb der Glass-Based-Sun-Banner nur ein einziges weiteres Rate-Up hat. Er ist toll und er ist ein Supporter, den man fürs Loopen oder auch für härtere Storykämpfe nutzen kann. Nun kommen wir zum 4-Star Ashwatthama oder wie man ihn dann auch ausspricht. Hot Wheel ist ein Single-Target-Archer. Wie auch schon nun öfters gesagt, eine hart umkämpfte Kategorie, aber er hat es in sich. Allein die Tatsache, dass einer seiner passiven Skill ihm schützt gegen jegliche Mental Debuffs, ist schon super. Er ist ein Buster Crit Servant, hat Skills, mit denen seine Buster-Karten und seine Quick-Karten noch stärker werden, kann die Defense der Gegner verringern und dazu hat er noch einen Invincible und einen 30%igen MP-Charge, was super ist, um schnell sein MP rauszuhauen. Sein MP ist ein Buster Single Target und macht umso mehr Schaden, je weniger Leben er hat. Er ist eine großartige Ergänzung mit Chen Gong und kann auch ohne diesen und ohne wenig Leben ultra viel Schaden machen. Er ist ein toller Buster Servant und sollte in keinem Chaldea fehlen. Aber ich denke, wir wissen nun, was alle auf uns zukommt. Wir reden natürlich hier nun über Arjuna Alter, den Final Dark God in Person. Die wahre Form von Arjuna. Hoffen wir es zumindest. Diese sieht nämlich um einiges cooler aus als sein Original. Arjuna Alter ist definitiv neben Karma, Super Ryan und Squirtoria einer der besten Servants im Spiel, wenn es um Angreifen geht und nicht um Support. Arjuna Alter ist ein AoE-Berserker und was für einer. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass nicht jeder unbedingt auf ihn rollen muss. Wenn ihr eine Raikou habt, könnt ihr mit dieser weiter natürlich arbeiten. Und Raikou hat auch ihre Vorteile gegenüber Arjuna. Aber Arjunas Kit ist so broken wie fast kein anderes in diesem Spiel. Allein, dass er AoE, allein, dass er eine MP-Batterie ist und dazu Crits aufsammeln kann, ist schon das Zeichen dafür, dass er so viel Schaden machen kann. Sein erster Skill gibt ihm einen 30%igen Attack-Up. Dazu erhält er einen 50%igen Attack-Up auch für 3 Züge, wenn die Gegner debufft sind. Wir kommen gleich dazu, wieso dieser Skill alleine schon broken ist. Sein zweiter Skill ist ein Crit-Star-Getter auf alle seine Buster-Karten mit 6000%, was bedeutet, dass auch trotz seiner geringen Star-Weight er alle Crits einsaugen kann und das wirklich explizit auf seine Buster-Karten. Hinzu kommt die 30%ige MP-Batterie auf einem Skill-Cooldown, wie auch sein erster von gerade mal 5
Zing. Und ihr dürft nicht vergessen, auch dieser Skill hält 3 Runden an. Umso mehr ich mir durchlese, umso mehr sehe ich, wie broken er einfach ist. Sein 3. Skill ist dann sein Überlebensskill mit einem Net Heal von 2000 und einem Guts auch mit 2000 Leben. Sein 4. Skill ist vielleicht sein schwächster. Schließlich kommen wir zu dem Sahnestück, was Arjuna Halter heißt. Sein MP ist ein AoE Buster MP, was auf den Gegner Buster Down macht. Bedeutet aber, dass weil dieser Skill vor seinem MP Schaden wirkt, dass er alleine, wenn er seinen ersten Skill macht, einen 80%igen Damage Plus ab plus die minus 20 Buster Resist auf Overcharge eint. Was also bedeutet, im Endeffekt könnt ihr bis zu 100% Schaden machen. Dazu kommen danach noch seine Buster Crits, die ja nochmal dann den Buster Down haben, was der Gegner hat. Was im Endeffekt bedeutet, dass er AoE Schaden machen kann, der gleichzusetzen ist mit Single Target. Er ist so broken und das ist wurscht auf welchem MP-Level. Selbst auf MP 1 ist er stärker und macht mehr Schaden als manche anderen Servants auf MP 3 oder MP 4. Er ist einer der stärksten Servants im ganzen Spiel und er hat, wie ich schon gesagt habe, kein einziges weiteres Rate-Up. Nutzt die Chance. Es gibt sehr wenige AoE Servants, die Berserker sind und besonders dann auch mit einer MP-Batterie. Ich kann euch dieses Banner nur wirklich wärmsten empfehlen, da meinen Augen es kein Banner gibt, was dieses Jahr noch so stark ist mit so viel Servants, an die es schwer ist ranzukommen. Aber, und ja, ich kann es natürlich nicht sagen, das war nicht der einzige super, super gute Servant, den wir diesen Monat erhalten. Denn auch sollte es ein Äquivalent zu 17 Millionen Download-Kampagne geben. Hier halten wir neben einigen Sachen wie 10 Millionen KP, einigen Äpfeln und Fuß, gibt es noch einige nette Sachen. Unter anderem erhalten wir unser erstes gratis Rare Mana Prism. Ihr müsst nur einige Quests hierbei erfüllen. Dies ist wichtig, weil ihr alleine mit diesem einen Rare Prism euch zum Beispiel Mona Lisa freischalten könnt im Rare Prism Shop. Dazu erhaltet ihr während der Zeit Doppel Frame Points, was Nettes, aber jetzt kommen die richtig guten Sachen. Great Success und Super Success haben eine doppelte Chance, das kombiniert damit, dass alle Servants, die ihr steigern wollt und CEs 50% weniger QP brauchen. Dies ist eure beste Chance aktuell vielleicht bis auf das Jubiläum eure Servants zu grailen, da ihr hier wirklich etwas sparen könnt. Ansonsten gibt es natürlich dann wieder einige Sachen im Rare Prism Shop, aber jetzt kommen wir zum Gacha. Ich muss nicht sagen, dass Nero der beste Servant im gesamten Spiel ist, aber auch wirklich objektiv kann ich euch sagen, dass ihr dieses Banner rollen solltet. In meinen Augen ist Arjuna Alter, wie gesagt, das beste Banner hier, was wir haben dieses Jahr. Aber ich würde euch sagen, und das nicht nur aus Umo-Gründen, dass ihr eher dieses Banner bevorzugen solltet. In diesem Banner gibt es die Storylocked Servant Nero und nicht nur wegen den Umos lohnt es auf sie zu rollen und ihren 3 Kostümen. Also in 2 Jahren, wenn wir 3 Kostüme haben, hat sie wahrscheinlich schon 6. Sie ist einer der tankigsten Servant im Spiel mit 2 Super Heals und Triple Guts. Ich kann aus wärmster Erfahrung reden, da ich sie auf Level 100 gegrailt habe. Nero ist gut, aber definitiv kein Muss. Außer ihr wollt natürlich rumubun. Um was es in diesem Banner geht und wieso ich euch sage, dass dieses so gut ist, ist Nero Bride. Nicht nur, weil es eine Neros in einem Brautkostüm, was allein schon bedeutet, dass ihr sie auf Level 100 grailen müsst. Nein, Nero Bride ist aktuell der beste Loop-Supporter im ganzen Spiel. Unabhängig, ob ihr Arts oder Quick spielt. Sie hat ein tolles Skillset mit einem 40%igen Attack Buff und einem Heal und einem Defense-Up und ihr erster Skill hat bis dato einen 45% MP-Rate, was zwar geringer ist als Paracelsus, aber er erhält mit dem 4. Jubiläum ein Strengthening und gibt dazu dann noch einen 30%igen MP-Charge. Das bedeutet, egal ob ihr Skadi, egal ob ihr irgendwann mal Castora loopt, sie hilft euch. Und auch Servants, mit denen es ein bisschen schwerer ist zu loopen, kann sie so super, super helfen. Es ist natürlich schwer und ja, ich denke, nicht jeder kann hier für beide Banner rollen. Aber in meinen Augen ist sie ein bisschen besser, wenn es wirklich um die komplette Effizienz geht. Aber wir reden hier wirklich auf einem Top-Niveau und es ist halt immer die Frage, was ihr eher braucht, einen Supporter oder einen, der gescheit Damage macht. Und abschließend sei nochmal erwähnt, dass am 25. Juni das Anniversary in NA ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier nur eine kleine Randnotiz, vielleicht einen Livestream bekommen und ein paar Quads,
Aber das Richtige kommt dann erst nach dem nächsten Guter-Guter-Event. Was sie sich aber hier genau einfallen lassen, müssen wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist. Insgesamt erhalten wir diesen Monat 43 Sandquads, ein Rare Mana Prism, einen Grail für den Abschluss von Lost Belt 4 und 15 Tickets. Diese werden aber wahrscheinlich schnell rausgehauen. Ja, liebe Leute, der Juni. Nicht nur, dass ich Geburtstag habe am 14. Juni, nur so als kleine Randnotiz, und ich hoffe da, vielleicht habe ich ein bisschen Geburtstagsglück, wer weiß, ob da schon eins der Banner da ist. Ich werde hier gescheit Quartz raushauen, ich werde beide Banner rollen, das habe ich mir hoffentlich auch verdient. Ich hoffe auf ein hohes MP-Level von Asklepios und Nero MP3 wäre auch ganz nett und klar, Nero Bright und Ash und Arjuna Alter wäre natürlich auch top, aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. Ja, liebe Leute, was haltet ihr vom Juni? Es ist ein unglaublich starker Monat und ich denke, der ein oder andere sollte hier wirklich ein paar Quads verlieren. Wie gesagt, ihr solltet zumindest ein paar Tickets für Asklepios raushauen, da es sich wirklich lohnt, diesen zu holen. Ja, liebe Leute, auf welches Banner rollt ihr diesen Monat? Rollt ihr überhaupt oder spart ihr auf eure Quads für die kommenden Events? Keine Sorge, wenn euch das alles zurück war, nächster Monat geht es wieder richtig los, denn dann gehen die Events und die hören nicht mehr auf. Nutzt den Juni, da hier außer dem Storybanner und nicht allzu viel kommt, aber dann hört es nicht mehr auf. Okay, liebe Leute, ich war's euer Toffix und ich hoffe, wir sehen uns bald nächsten Monat wieder mit Fake Order. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.